Es kann seine Farbe ändern, fühlt sich an wie Samt oder sieht aus wie Holz. Die Firma Gmund stellt mehr als 100.000 verschiedene Papiere her. Firmenchef Florian Kohler entwickelt viele dieser Sorten selbst. Bis zu 2 Jahre dauert es, bis ein neues Papier beim Kunden landet. Also wenn jemand eines unserer ausgearbeiteten Papiere in die Hand nimmt und auch anschaut, soll er das Gefühl haben, ich habe ja was Innovatives in der Hand und ich habe einen Mehrwert in Form von Papier in der Hand. Und am liebsten ist es uns, wenn er gar nicht kapiert, welches papiermacherische Know-how dahinter steckt. Dahinter stecken fast 200 Jahre Papiermacherkunst vom Tegernsee. 1829 gründet ein schwäbischer Unternehmer in Gmund eine Papiermühle. 25 Jahre später macht der neue Chef Gregor Fichtner die Firma zum bayerischen Hoflieferanten und stellt auf industrielle Produktion um. Die neue Papiermaschine ist die modernste, die es zu dieser Zeit gibt. Noch heute sitzt die Papierfabrik im gleichen Haus und noch heute ist die Maschine von damals im Einsatz. Seit 125 Jahren drehen sich ihre Räder. Damit ist sie die älteste Papiermaschine Europas, die noch in Betrieb ist. Circa 40 Meter lang, mehrere hundert Tonnen schwer. 4 Kilometer Papier laufen pro Stunde über ihre Walzen. Für eine Papiermaschine ganz schön langsam. Für die Papiermacher aus Gmund genau richtig. Wir haben eine kleine, bewegliche Maschine, wo man verschiedene Stellhebel hat, wo man alles Mögliche machen kann. Und deshalb ist diese alte, kleine Maschine viel besser, um innovativ zu sein, als eine große, moderne Kolossmaschine. Nachdem das Papier vom Band ist, wird es kontrolliert. Von Hand. Jedes Blatt wird auf Fehler überprüft und anschließend in alle Welt verschickt. Gerade werden 6.000 Bögen für einen deutschen Papiergroßhändler verpackt. Aber auch internationale Marken bestellen Papier aus Gmund. Sie verpacken damit Turnschuhe, Whisky und Edelsteine. Auch im Nahen Osten macht das Unternehmen glänzende Geschäfte. Rund 80% der Aufträge kommen aus dem Ausland. Die Russen und aber auch zum Teil die Araber haben uns Westeuropäern und noch viel mehr den Amerikanern eines voraus: Sie können entscheiden. Sie kommen nach Abu Dhabi, zeigen ein Papier, der stellt Ihnen 3 Fragen und er sagt, es passt oder es passt nicht. Schon länger floriert das Geschäft mit den Amerikanern. Heute ist ein New Yorker Designer zu Gast. J.P. Williams kommt schon seit 16 Jahren nach Gmund. Dieses Mal sucht er ein Papier für eine Speisekarte. Heute wird so viel Aufwand in Internetseiten investiert. Die Leute wollen aber etwas in der Hand halten. Eine Internetseite kann man nicht anfassen. Papier ist einfach emotionaler. Als Designer wollen wir ein haptisches Erlebnis schaffen, das den Leuten in Erinnerung bleibt. Genau dafür brauchen wir Papier. Wegen seiner Haptik setzt die Firma heute noch auf Büttenpapier. Handgeschöpft wie vor 150 Jahren. Ein Luxusgut. 2 Euro kostet ein einziges Blatt. Trotzdem lässt sich mit Büttenpapier kaum Geld verdienen. Die Firma stellt es eher aus nostalgischen Gründen her. Weil Büttenpapier Ursprung ist und einfach die handwerkliche Kunst. Und nachdem wir eben so eine traditionelle Firma sind, wollen wir auch den Ursprung weiter pflegen. Vom bayerischen Hoflieferanten zur internationalen Designmarke. In Gmund gibt es jetzt auch den ersten eigenen Papierladen. Die nächsten Filialen sind schon geplant. Wenn es nach dem Firmenchef geht, stehen diese Geschäfte schon bald in vielen Metropolen der Welt.